Hallöchen und willkommen zurück. Huhu, der Shop geht wieder. Also machen wir jetzt die Packs auf und mal gucken, was wir ziehen. Ich habe auch noch mal 500 FIFA-Points besorgt. Das heißt, wir werden gleich noch Premium-Packs öffnen. Ich wollte das jetzt nicht im Livestream machen, weil jetzt viel zu viele Menschen gerade live sind. Mit genau dem Modus. Also starten wir mal, ne? Ich brauche dringend Verteidiger. Das müssen wir uns merken, dringend Verteidiger. Und ja. Sturm wäre auch nicht so schlecht, um einen besseren Torhüter. Also Torhüter, Verteidiger, Sturm ist so zweitrangig. Gucken, was jetzt kommt. Deutschland, Innenverteidiger. Ah! Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Wobei der so langsam ist, aber trotzdem ein guter Innenverteidiger. Das ist schon mal total gut. Dann haben wir hier noch Vecino gezogen, Flores, Manager, noch ein Manager, Spielerverträge, Spielerfitness, ein Stadion, Saudi-Arabien-Trikot, Senegal-Trikot, Tunesien-Trikot und die Samara-Arena habe ich leider schon doppelt, also kann ich die dann in die Duplikate verschieben. Das mache ich gleich. Packe ich aber erstmal alles schön in den Verein. Auf jeden Fall haben wir einen besseren. Ein Objekt können nicht da, ist schon mal vorhanden. Ja. Machen wir, ist egal, für null. Scheiß was drauf. So, dann habe ich noch ein Einzel. Wir machen das jetzt anders. Ich mache jetzt nicht das Dings auf, sondern das erst. Gucken, wen wir da ziehen. Und? England, Innenverteidiger. Nicht so schlecht. Habe ich nicht gerade gesagt, ich brauche auf jeden Fall Verteidiger. Das ist auf jeden Fall schon mal das. Der kann auch erstmal schnell in den Verein. Das mache ich alles gleich. Dann machen wir noch mal den Einzelspieler. Na, gucken, was da kommt. Okay, der war jetzt nicht so toll. Nee, der war nicht so toll. Den brauche ich auch nicht. Den kann ich leider, glaube ich, auch nicht wieder verkaufen. Also, tschüss. So, dann haben wir hier noch Standard-Set. Das machen wir auf jeden Fall jetzt auch noch auf. Mal gucken, was da rauskommt. Noch ein Deutscher wäre natürlich geil. Ja. Mexiko, ZOM. Oh, ein Dos Santos. Pff, schön. Das ist auch okay, kann ich nicht gebrauchen, aber ist okay. Was war noch drin? Dann haben wir noch ein. Nicht so toll. Oh. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Oh, und ein Deutschland-Heimtrikot als doppeltes. Ja, super. Oh, Torwarttraining nochmal. Cool. So, alles an den Verein senden. Ja, ich weiß. Meine Fresse, ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ja. Tschüss. So, jetzt machen wir Premium Packs auf. Premium Packs! Okay. So, 7500 Münzen habe ich nicht, aber ich habe FIFA Points, ein paar. Oh. Was kommt da? Kurier? Soll ich denn damit? Ach, guck mal. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin auch zurück. So. Was haben wir da noch drin? Ja. Oh, ein rechter Außenverteidiger. Christensen. Naja. Torhüter, den ich wahrscheinlich nicht einsetze und ganz viel Zeugs und ein Premium Gold Set. Haben wir dann auch noch mit drin. Pack im Pack. Ja, warte. Alle Objekte im Verein verschieben. Und dann habe ich ja jetzt noch ein Gold Set. Das heißt, ich werde gleich jetzt aber erstmal stopp. Ich guck mal nach, wo es ist. Okay.
Das finde ich immer schön, wenn man sagt, man löst das ein und dann kommt nichts. Gut, wir lösen noch eins ein. Ein Premium-Set. Also hier. Zettel. Ein Gusto. Ein Wasser Gusto. Boah, ist auch nicht die Position, die ich suche, aber pff, warum nicht, ne? Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen besseren LV. Ja, V ist leider nicht besser. Oh, cool. Ja. Was ist das? Weil wenn ich jetzt Z einlösen gehe. Ach so, er erweitert das einfach. Oder habe ich das jetzt verpeilt? Toll. Positionsmodifikator. Okay, alles an den Verein. Eins kann ich noch. Und dann. Rein theoretisch könnten wir auch zwei von den normalen Packs holen. Ich hole einfach zwei von den normalen Packs, dann habe ich jetzt komplett die FIFA Points weg. Stimmbänder. Na, wer ist es? Mein Verteidiger. 77. Naja. Naja. Aber dass in denen keine super guten drin sind, das habe ich mir schon gedacht. Oh, auf jeden Fall schon mal ein Torhüter, den ich auf die Bank setzen kann. Da fehlt mir nämlich noch einer. Wieder Verträge, Verträge, Verträge. Oder schon wieder ein Set. Und zwei Duplikate. Chemistry Style. Okay. So, ja, ich weiß. Das bringt mir eh nichts, also schmeiße ich die raus. So, jetzt machen wir das letzte auf. Wobei, da könnte ich auch ein normales noch von kaufen, aber ich werde jetzt direkt alle Münzen ausgeben. Gucken, was jetzt kommt. Oh. Oh. Schweiz. RV. Not that bad. Not that bad. Lichtsteiner, Subnin, Palacios, Fitness, Stadion, Stadion, Trikot, Trikot, nochmal ein Goldsat. Ich glaube, das ist das für den, kann das sein, dass das für den normalen Modus ist? Ich gucke da gleich mal nach. Und schon wieder was doppelt. Okay, alles an den Verein senden. Mal abgesehen davon, das wird schnell verkauft, weil, ist egal. So. Das war's. Hab auf jeden Fall Spaß gehabt, das zu öffnen. Und ich kann auf jeden Fall, wobei ich könnte das ja mal jetzt eben machen, mein Team verbessern. Ich fange mal damit an. Weil ich habe nämlich jetzt tatsächlich Mittelfeldspieler auf den Außenverteidigerpositionen. So, da haben wir Christensen. Ja, da haben wir. Ups, Tah. Jetzt mal eben gucken, ob ich da noch. Au, mein Kopf tut weh. Da habe ich den Lichtsteiner. Und ich glaube, für die Position hatte ich keinen. Doch, hatte ich vorhin da. So. Ist auf jeden Fall ist die Chemie nach oben gegangen. Das ist schon mal gut. Hatte ich sonst noch irgendwas, was ich gut gebrauchen kann? Ich habe auf jeden Fall. Gucke ich nochmal nach der ZM oder ZOM-Position. Nö. Da habe ich jetzt den Dos Santos. Hatte ich den auch doppelt oder habe ich. Nee, ich habe beide. Ich habe die Brüder. Lustig. Dann setze ich doch lieber einen dahin, der tatsächlich dahin passt. Den packe ich mir, glaube ich, in die. So. Passt nicht ganz, ne? Aber so rum. Das ist auch nicht besser.
Okay. Da merkt man, dass ich meistens gar nicht darauf achte, ob das irgendwie zusammenpasst, um ganz ehrlich zu sein. Lustigerweise linkt sich Forsberg mit Isco. So ein bisschen gelb. So, Torhüter. Hatte ich hier noch irgendwas drin, was ich rausnehmen wollte? Den wollte ich rausnehmen. Gegen einen Torhüter. Wo ist er denn? Nehmen den. So. Ich weiß, dass ganz viele Leute ohne Torhüter spielen. Ich bin aber nicht so der Typ dafür. Also, da würde ich gerne auch noch mal Spieler austauschen. Position Verteidiger. Oh ja, habe ich noch Klein. Stimmt, den habe ich auch noch. Den könnte ich eigentlich auch einsetzen. Aber ich spiele halt nicht. Aber ist eigentlich egal. Lichtschalter ist besser. So, dann habe ich hier noch Oxlade-Chamberlain, den ich auch gegen einen Verteidiger wechseln könnte. Jelka. Ein Engländer gegen einen anderen Engländer getauscht. Gar kein Problem. So, das sieht doch auf jeden Fall schon mal um einiges besser aus als vorhin. So, jetzt fehlt mir im Endeffekt noch ein besserer. Ich weiß gar nicht, ob ich den habe. Ob ich einen habe. ZM. Ob ich noch einen guten ZM habe? Nein, habe ich nicht. Ja, dann lasse ich den Forsberg erstmal auf der Position schaden. Kann es ihm ja nicht. Und dann schaue ich mal. Weil sollte ich irgendwie Messi bekommen, dann kann ich zumindest den und Dybala linken. Also bis jetzt finde ich mein Team gar nicht so schlecht. Ich hätte noch gerne einen neuen Torhüter. Einen besseren. Aber das wird sich dann zeigen. Das ist auf jeden Fall vorbei. Nein, 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 das bleibt so. Das hätte ich gerne getauscht. Wie nehmen wir denn mal? Ich würde mal auf den gehen. Ja, ich nehme England. So. Manager-Objekt anwenden. Bevor ich das nämlich vergesse. Ich gebe dem ein paar Verträge mehr, weil ich bin nämlich mit blöd und vergesse das. Und, wobei der hat 24 jetzt. Passt schon. So. Ups. Einmal raus. Aus Versehen! So, das ist mein Team. Reserve fülle ich dann noch auf. Hätte natürlich gerne, wie gesagt, sturmtechnisch muss ich halt mal gucken. Aber ich habe hier auf jeden Fall Finn Bogason drin und ich hätte auch noch Muriel drin. Aber ich glaube nicht, dass der mit den beiden Spaniern sich linkt. Deswegen wäre mir da oben lieber irgendjemand, der tatsächlich auch dahin passt. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, das war's jetzt mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und denkt dran, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.